Bei meinen Recherchen zum Video zum Kirschbergbruch bin ich auf einen interessanten Zeitungsartikel gestoßen, den ich im Video auch kurz erwähnt habe. Außerdem bin ich bei diesem Video über Dossenheim auf eine Idee gekommen. Ich fahre dahin und schaue mir die gezeigte Stelle genauer an. Und deshalb gibt es jetzt den Nachdreh zum Steinbruch Vater. Map History. Steinbruch Vater. Der Nachdreh. Beginnen werde ich das Ganze mal dort, wo damals alles endete, beim Verladewerk der Firma Vater. Denn nachdem dieses am 26.06.2004 abgerissen bzw. gesprengt wurde und auf dem Gelände diese hässlichen Neubauten entstanden sind, stand abseits vom Steinbruch nur noch dieses Verwaltungsgebäude bzw. Bürogebäude der Firma Vater. In diesem Zeitungsartikel von 2016 heißt es, dass es bald zum Abriss kommen wird. Der Hintergrund war der, dass der Pachtvertrag der Firma Vater fast zu Ende war und darin festgelegt wurde, dass die Gebäude der Firma Vater auf dem Gelände bis spätestens 10 Wochen nach Vertragsende abzureißen sind, auf Kosten der Firma. Die Gebäude wurden also abgerissen. Wann genau ist mir nicht bekannt, aber auf jeden Fall bevor dieser Zeitungsartikel veröffentlicht wurde. Ich habe erst im Oktober letzten Jahres davon erfahren, also habe ich die Gebäude natürlich nie zu sehen bekommen. Nur diese Baustelle, auf der vermutlich bald etwas Neues gebaut wird. Aber weiter geht's auf dem Weg der nicht mehr vorhandenen Seilbahn. Und diese endet an dieser Stelle. Und bezüglich dieser Stelle habe ich schon beim Dreh zum Vatervideo bereut, dass ich an dieser Stelle nicht weiter geforscht habe. Denn über diese Straße müsste ja theoretisch die Seilbahn verlaufen sein. Das würde auch erklären, warum dieses Grundstück unbebaut ist. Außerdem wollte ich wissen, ob dieses Gebäude etwas mit dem Werk Vater zu tun hat. Schließlich steht es ja mehr oder weniger auf dem Grundstück des Steinbruchs. Gesagt, getan, bin ich dann auch dorthin gefahren. Und sieh an, genau hier ist diese Aufnahme entstanden. Und oberhalb dieser Mauer sieht man immer wieder Dinge, die damals zum Steinbruch gehört haben müssen. In dem Haus wohnt leider niemand mit dem Namen Vater, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Einfahrt damals zum Werk Vater geführt hat. Was von hier aber auf jeden Fall zum Steinbruch führt, ist dieser Weg. Und dass man, wenn man dieser Straße folgt, direkt zum Schlossbruch kommt, kann auch kein Zufall sein. Nur wenige Sekunden auf diesem Weg und man fühlt sich schon ein bisschen, als würde man eine Zeitreise machen. Überall Metallteile am Wegesrand und diese Mauer links und rechts. Und dann, das da oben, ist ein Seilbahnmastfundament, zu dem ich aber später noch mehr sagen werde. Hier wieder Metallteile aus dem Steinbruch, genutzt für irgendeinen Garten. Hier wieder gut zu sehen. Diese Mauer bzw. Befestigung weiter oben. Einfach faszinierend, weil das muss schon sehr alt sein. Denn es ist ja nicht einfach aus Beton, sondern es sind ja richtige Steine, die übereinander gesetzt wurden. Wer weiß, vielleicht noch aus dem 19. Jahrhundert, aus der Anfangszeit dieses Steinbruchs.
Und tatsächlich, da ist sie, die Seilbahn. Und die Wildschweinfamilie ist auch da. Ein richtiges Familientreffen ist das hier. Die Wildschweine müssten mich ja mittlerweile schließlich schon kennen. Aber jetzt nochmal ein detaillierterer Blick auf die Seilbahn. Und es ist einfach faszinierend, dass das Gerüst an dieser Stelle einfach so abgetrennt wurde. Aber ich wollte ja wissen, was da hinten war. Deshalb ging es über diese seltsame Brücke weiter in diese Richtung. Viel zu erkennen war hier nicht. Aber ich wusste jetzt, das Haus hatte offensichtlich doch nichts mit dem Steinbruch zu tun. Denn offenbar machte die Seilbahn eine kleine Kurve. Das kann man daran erkennen, dass sich dort das letzte noch existierende Dossenheimer Seilbahnmastfundament außerhalb des Steinbruchgeländes befindet. Aber nun zum nächsten Punkt, den ich euch zeigen will. Da er im Hauptvideo viel zu kurz gekommen ist. Der Bach. Der Bach führt nämlich, abgesehen von dem eben gezeigten Gebäude, durch dieses Rohr. Danach verläuft er noch einige Meter am Steinbruch entlang, unterhalb einer alten Brücke und einigen Gebäuderesten, aber darum geht es jetzt nicht. Denn er endet in dem Stollen, in dem, wie ich bei meinen Recherchen erfahren habe, zu Zeiten des Kriegs auch Flüchtlinge unterkamen. Hier drin wurde wohl auch der ein oder andere Deserteur umgebracht, aber das hat überhaupt nichts mit dem Bach zu tun. Das Seltsame ist nämlich, dass der Bach auf Google Maps gerade am Weg verläuft, auf OpenStreetMap aber einen Schwenker macht. Außerdem ist auf OpenStreetMap der Wasserfall eingezeichnet, den ich im Hauptvideo bereits erwähnt, aber nicht gezeigt habe. Weiter hinten, in einem Teil, in dem ich mich nicht direkt aufgehalten habe, gibt es einen Wasserfall und vermutlich auch einen Teich. Der Grund dafür ist, dass Google nicht weiß, dass der Bach durch einen Tunnel führt. Ja genau. Der Stollen ist eigentlich kein Stollen, sondern ein Tunnel. Offenbar hat man früher zwischen zwei Abbaugebieten Tunnel gegraben, in denen das Gestein dann schneller von A nach B kam. Als ich den Tunnel damals von innen gesehen habe, dachte ich, er wäre an dieser Stelle zu Ende. Aber er war wohl einfach absichtlich verschüttet. Die Frage ist nur, ob hier oder da. Oder da und da. Wirklich erfahren, welche der beiden Stellen es ist, werde ich natürlich nie. Aber die äußere Stelle, die kann ich mir auf jeden Fall von außen anschauen. Und deshalb zeige ich euch jetzt, was sich in diesem mysteriösen Teil des Steinbruchs befindet. Beginnen tue ich mal hier, an dem Tor, wo damals die Fahrzeuge nach unten gefahren sind. Von dort führt ein damals vermutlich befestigterer Weg, der wahrscheinlich schon seit bestimmt 50 Jahren nicht mehr genutzt wurde, in diese Richtung. Und hier sehe ich schon etwas, wo ich mich, seit ich das erste Mal hier war, gefragt habe, wie es auf der anderen Seite aussieht. Mit anderen Seite meine ich diese Stelle, an der der Pränkenbach unter dem Hauptweg durchführt. Das ist eben die andere Seite. Hier fließt der Berg ab. Und dann über diesen Weg noch weiter nach unten. Und wie das dann aussieht, zeige ich gleich. Aber jetzt folge ich erstmal weiter diesem Weg, über den man auch damals nach unten kam. Und während ich da so lief, war ich sehr beeindruckt
von diesen Konstruktionen rechts von mir. Aber die werden später nochmal wichtig, wenn ich auf ein historisches Bild zurückgreife. Hier geht's doch in eine Richtung, die zwar von meinem Ziel jetzt abschweift, aber da ich mich ja von oben nach unten vorarbeiten will, gehe ich mal kurz da lang und schau mal, was mich da erwartet oder erwartet hat. Das war leider das einzige wirklich Interessante hier. Und ich wollte schon umkehren. Und auf dem Weg zurück entdeckte ich dann nur einen Trampelpfad, dem ich dann natürlich gefolgt bin. In der Ferne sah ich dann schon etwas. Und als ich da näher kam, stellte ich fest, das mussten Natursteine oder bearbeiteter Beton sein, den vermutlich irgendein Steinmetz hier abgeladen hat und dann nie wieder abgeholt hat. Denn das ist zwar hier ein Steinbruch, aber Steine wurden hier nie so bearbeitet. Und dann entdeckte ich noch einen Trampelpfad. Und da es hier oben nichts mehr wirklich was zu sehen gab, ging es jetzt also wieder zurück zu dem eigentlichen Weg, nach unten in das mysteriöse Tal. Da war ich also wieder und entdeckte beim Runtergehen gleich eine seltsame Betonformation. Ein Stück weiter an einem Felsen, dann eine Menge Metallteile. Und dann in der Ferne das, was man bisher die ganze Zeit gehört hat. Es war der einzig wahre Wasserfall, von dessen Existenz ich seit etwa 4 Jahren weiß und ihn jetzt erst live sehe. Und um nach unten zu kommen, bin ich weiterhin dem Weg gefolgt, der wohl damals schon so angelegt wurde, damit man nach unten kommt. Und dann habe ich rechts etwas aus dem Geröll ragen sehen. Und als ich ein paar Nahaufnahmen von dieser Schubkarre machen wollte, fiel mir wieder etwas im Augenwinkel auf.
dieser Wildschweinkiefer? Aber von dort aus ging es dann erstmal wieder zurück auf den Weg nach unten. Und irgendwann war ich dann unten. Und das war einfach ein faszinierender Moment. Aber ich wollte mir nochmal den Wasserfall von unten anschauen. Deswegen ging es dann nochmal in diese Richtung. Und wow. Wunderschön ist das Einzige, was mir hierzu einfällt. Und dann verläuft der Wasserfall nach dort hinten. Und ich nehme an, man hat es nicht gesehen. Aber da lagen zwischendrin überall Metallteile. Von hier aus ging es dann, wie bereits vorhin erwähnt, weiter durch diese große Lichtung oder Fläche oder dieses Tal. Und hier gab es auch wieder einiges zu sehen, aber darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Ich fange mal mit diesem Rohr hier an. Durch dieses Rohr verlaufen mehrere Schläuche oder Leitungen. Und interessant ist auch die Richtung, wo dieses Rohr hinführt. Denn wenn mich mein innerer Kompass nicht komplett täuscht, dann müsste dieses Rohr genau im Bereich dieser Anlage herauskommen. Interessant ist auch die gerade Wand oberhalb des Rohrs, denn dort befindet sich das Eingangstor. Auch ganz in der Nähe des Rohrs lag dieser Reifen. Unter diesem Reifen endete ein Feuerwehrschlauch, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ein Stück weiter lagen ein paar Metallteile im Gebüsch und hier wurde wohl ein Tier gerupft. Hier ging das Rupfen weiter und hier. Und dann befand ich mich schon ganz in der Nähe von der finalen Stelle. Hier übrigens sogar das Fell des Tiers. Noch mehr Rupfung. Das finale Ergebnis der Rupfung. Und das war es dann. Das war der Teil, an dem der Stollen enden musste. Und ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen. Metallteile, Metallteile und noch mehr Metallteile. Einfach faszinierend hier zu stehen. Wer sich immer noch nicht vorstellen kann, was ich meine, so musste das damals ungefähr ausgesehen haben. Verzeiht meine Zeichenkünste. Auf Stift und Papier hätte das besser ausgesehen. Und das war es jetzt. Deshalb war ich hier. Ich hatte endlich gefunden, wonach ich so viele Jahre gesucht hatte. Und wirklich interessant ist, dass ich neulich ein paar Bilder aus dem Stadtarchiv Schriesheim erhalten habe und auf denen ist etwas zu sehen. Ich will meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir relativ sicher, dass zu der Zeit, wo dieses Bild entstanden ist, also ich nehme mal an, Anfang des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg oder vielleicht noch viel früher, so in den 1830er, 40er Jahren, 50ern, als das Gebiet, das damals noch nicht Steinbruchvatter hieß, immer größer wurde. Dass dieser Bereich die Stelle ist, an der ich mich gerade befinde.
Allerdings war es damals noch keine Grube, Tal, wie man das hier nennt, sondern damals war dort noch ebenes Gebiet und deswegen konnten sie da ihren Loren herumfahren. Im Prinzip ist der einzige Hinweis dafür, dass das die Stelle sein könnte, dieser Weg, den man hier rechts am Bild sieht, der sich dort nämlich zweigt. Und das tut der Hauptweg im Steinbruch ja heute noch. Deshalb vermute ich, dass das diese Stelle ist, will es aber nicht garantieren. Was ich aber auf jeden Fall garantieren kann, ist, dass ich noch nicht fertig bin. Denn jetzt folgt noch ein wichtiges Gebäude. Denn wenn man den Wanderwegen weiter folgt, dann befindet sich einige Meter oberhalb des Werksvater dieses Gebäude. Typische grüne Tore, Stacheldrahtzaun, das kann nur eins sein. Das ist das Dynamitlager vom Werkvater. Und das war tatsächlich auch das letzte Gebäude zu diesem Steinbruch, das ich noch nicht gezeigt habe. Nach dem letzten Gebäude habe ich mich über viele lange Wege auf den Berg begeben. Denn hier befindet sie sich. Die Gedenktafel zu dem Mädchen, das sich 2002 in den Steinbruch stürzt. Doch das war's noch nicht. Denn wenn man noch ein Stück weiter geht, kann man, abgesehen von diesem vermutlich angefangenen Baumhaus, die Stelle sehen, an der sie vermutlich nach unten sprang. Aber ich bin natürlich wegen der Aussicht hier. Außerdem kann ich von hier oben perfekt zusammenfassen, was in diesem Video noch an Informationen zum Hauptvideo zum Steinbruchvater dazugekommen ist. All das, was man hier sieht, habe ich ja im Hauptvideo zum Steinbruchvater gezeigt. Die Seen bzw. Teiche aus dem Punkt Natur, die turmartige Anlage und die Seilbahnstation aus dem Punkt Funktion, das Förderband aus dem Punkt Gemeinsamkeit mit Borderlands und auch die Steinbruchfahrzeuge waren Teil des Videos. Im neuen Video bin ich ja ungefähr dort, jenseits dieses Hauses, nach oben gekommen. Dann habe ich das komplette Areal mit dem Wasserfall erkundet und dann ging es ja nochmal kurz zum Sprengstofflager und dann bin ich ja eben hier hochgekommen. Und auch wenn es ein bisschen makaber wirkt, ist das der perfekte Ort, um den Nachdreh zum Steinbruchvater zu beenden. Denn ich stehe jetzt ungefähr hier, wo alles angefangen hat. In etwa an der Steinbruchkante, in der ich das Hauptvideo mit der Erzählung über den Selbstmord begonnen habe. Auf dem Rückweg fiel mir das hier auf. Ich bin die ganzen Jahre davon ausgegangen, dass das eine Art kleines Sprengstofflager war. Aber irgendwie habe ich nie reingeguckt. Und als ich das dann gemacht habe, war ich ein bisschen sprachlos. Ich habe das Ganze einem bekannten Gaswasserinstallateur gezeigt und der meinte dazu Folgendes. Wir fanden einen kleinen Schacht. Dort drin befand sich eine Pumpe. Eine Leitung, die linksseitig zum Brinkenbach läuft und zwei Leitungen, die in Richtung Villa Vater gehen. Es ist anzunehmen, dass die Pumpe dieses Wasser ansaugt vom Bach und mit einer zweiten Pumpe, die auch vorhanden ist, mit diesen zwei Versorgungsleitungen das Wasser Richtung Villa Vater drückt. Und genau deshalb gibt es dort oben
Dusche, Waschbecken, Toilette und alles, was man zum Leben braucht.